Es kommt wieder zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die SLH Challenge von Leon TV. Die Challenge geht sehr einfach, man muss nur sagen, wie man die deutsche Schulbildung findet. Eigentlich findet die jeder gleich scheiße, sage ich mal so. Man lernt dort Sachen, die man gar nicht mehr braucht. Man lernt dort halt Sachen, also einfach Sachen, die unnützbar sind. Zum Beispiel, wir haben gelernt, wie Berlin erstanden ist, wer Berlin erstanden hat, welche Ideen der hatte, wie Berlin, also wie halt es erstanden ist, mit den Einwohnern, welches Gründungsjahr, aber der eigene Ort, wo man drin wohnt, wo man zur Schule geht, wo man lebt, wo man, was jeden Tag ist, wo man geboren ist, das hat man wieder nicht gelernt. Man weiß nicht, wie der eigene Ort aufgebaut ist. Aber dagegen weiß man, wie Berlin entstanden ist. Zum Beispiel, bei uns im Ort gibt es ein Fähren- und Schifffahrtsmuseum. Da wird unter anderem auch erzählt, wie das damals entstanden ist. Das ist 400 Meter von unserer Schule weg. Ihr glaubt jetzt nicht, dass unsere Schule mit den Lehrern dorthin gehen und uns das angucken. Nee, das tun sie nicht, weil wir ein gutes Schulsystem haben, wo man ganz selten auf Klassenfahrt oder Tagesfahrten, weil man ganz selten halt was unternimmt. Man tut nur mal schreiben, lesen und das andere tut man ja nicht. Umsetzen tut man nicht. Man tut nicht, was man gelernt hat, wieder umsetzen. Dann die Bücher, was mir auch immer aufregt. Die Bücher kommen seit 2003. Das ist der Geburts... Also ich bin in dem gleichen Jahr geboren, wo meine Bücher wegkommen. Das ist ein Aufdruck von 2003. Die Bücher sind 10 Jahre alt. Das ist 2008 wurden gedruckt. Die wurden 2008 gedruckt und ich gehe mit den gleichen Büchern, die 2008 gedruckt bin, da bin ich noch nicht mal in der Schule gewesen, gehe ich zur Schule. Mit den Büchern. Dann manche Schultage hat man 6 Bücher, 6 Mappen und all anderen Zeug dabei, wo man eigentlich viel leichter einen Laptop oder einfach ein, wie heißen die jetzt noch hier, Tablet haben kann. Das ist viel sinnvoller. Wir wohnen 2018. 2018 kann man schon Tablets und Laptops haben, was viel sinnvoller sind. Also, meine Meinung zur Schulbildung, die ist dumm und scheiße, wenn ich es so sagen darf. Dann muss man halt 3 Leute sagen, dass sie es auch machen sollen. Also, wie heißt das Wort? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, scheiße. Also, die müssen das halt wieder tun. Das ist einmal Houston Online LP, Sasten TX TV und Hey Rosie. Horsti. Ihr habt jetzt bis Sonntag Zeit, ein Video hochzuladen. Eine Reaction, also wo ihr auf mein Video reagiert. Falls ihr es nicht schafft, habt ihr es halt nicht geschafft, ist egal, was ihr macht. Auf jeden Fall, das ist meine Meinung zur deutschen Schulbildung, wieso die einfach nicht funktioniert. Vielleicht seht ihr es auch so und schreibt mir einfach mal unten im Kommentar, was ihr darüber denkt. Und bis dann, ciao.